Gut, noch einmal. Aber hey, was soll's. Ich stehe kurz davor, dem Doktor in den Arsch zu treten. Ich sollte hochmotiviert sein. Sollte. Wenn ich nicht die ganze Zeit getroffen werden würde. Warum sind Verstecke von Bösewichtern immer in Vulkanen? Ha? Zum Beispiel hier. Ist ja auch quasi Vulkan. Ist kein richtiger Vulkan, aber Lava. Das ist, und jede Menge Stacheln. Wie kommt der Doktor überhaupt dann zu seiner Basis? Ich meine, okay, gut, er kann sich teleportieren. Alles klar, aber das ist unfair. Ich will mich auch teleportieren können. Damit wäre das ganze Spiel so viel einfacher gewesen. 36, okay. Aufladen. Ich weiß, dass da welche rausgesprungen kommen. Bäm. Sind da noch welche drin? Hallo? Ja, sind noch welche drin. Gut. Waren, besser gesagt. Okay, dann. Nein, nicht in die Stacheln. Das wäre knapp. Wisst ihr was? Diesmal scheiß ich auf den Energiekristallcontainer. Ich will hier einfach mal durchkommen. Und ich meine, ich kann mich sowieso vor dem letzten Boss nochmal aufladen. Ich habe hier sowieso Spur und ich meine, Raketen werden ja das Einzige sein, was mir nützlich ist von den anderen Waffen. Weil Feuerball und so, wozu soll ich das benutzen? Na? Deswegen gehe ich jetzt einfach hier durch und lasse die Waffen mal Waffen sein. Und versuch's einfach so zu schaffen. Hallo? Okay, aber 40, das ist noch... Noch ist es in Ordnung. Ich muss hier nur ganz vor... ich sagte ganz vorsichtig, nicht... Hallo? Ey, Leute. Das ist gerade ziemlich nervig hier. Ich darf noch zweimal... Dreimal... in die Stacheln oder Lava reinfliegen. Ich muss aufpassen, wohin ich gucke. Ich versuche mal irgendwas anderes zu gucken, während anzugucken, während ich fliege. In die Nee! Ey! Okay, jetzt sollen wir noch treffen lassen. Besser als gerade eben. Hier durfte ich mich keinmal mehr treffen lassen. Okay, dreimal noch treffen lassen. Und das habe ich auch geschafft, ohne mich treffen zu lassen überhaupt. Hoffe mal, dass ich das wieder schaffe. Diesmal will ich das Herz. Na toll. Okay, scheiß auf das Herz das nächste Mal, ehrlich. Aber es wird kein nächstes Mal geben, denn ich schaffe das jetzt. Ich schaffe das, garantiert. So. Was? Was? Na toll. Wunderbar. Hallo. Och, Mann. Ey, ernsthaft jetzt? Ey, sorry Leute, dass ich jetzt ein wenig ruhiger bin, aber ich muss das mich jetzt konzentrieren. Ich will nicht nochmal sterben, denn das wäre äußerst unschön. Und da ist der rote Dämon. Ich glaube, das ist ein Boss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Boss ist. Ja, ich wusste es doch. Klar. Natürlich. Ey. Oh Gott. Ich muss es irgendwie schaffen, ohne mich treffen zu lassen, hier durchzukommen. Sonst habe ich doch keine Chance gegen das Vieh. Ey. Ja, schwarzer Wind. Waffenlevel auf 1. Ist gut. Mann. Ja, komm, ich nehme mal die Nemesis. Ich habe keinen Bock mehr auf Spur. Muss auch mal den... Nein, Level up. Ja, Level down. Immerhin. Level up. Ey, ich nehme doch die Spur. For fuck's sake. So, also, sorry Leute, dass ich jetzt wirklich... Ich kann gerade nicht so viel sprechen, denn sonst sterbe ich und sterbe ich und sterbe ich. Und das wollt ihr auch nicht sehen. Das heißt, es ist wahrscheinlich für euch der bessere Deal, wenn ich ein bisschen weniger rede. Und dafür, dass ich vernünftig hinkriege. Denn ihr könnt... Wahrscheinlich sieht es total einfach aus, wenn man das hier nur am Bildschirm sieht. Aber ich sag euch, es ist die Hölle, wenn man es selber spielen muss. Und es gibt wirklich Leute, die das mit 3 Leben machen. Wie? Ich kann das nicht nachvollziehen. Wie soll das gehen? Ich meine, ich habe jetzt schon wieder 10 Schaden genommen. Ne? Und... einmal treffen lassen reicht hier doch, um sich töten zu lassen. So. Ja. Toll. Okay. Darüber. Herzen.
Fledermaus, du lässt mich bitte hier durch. Ich möchte nämlich diese Dinger haben. Dankeschön. Dankeschön. Ey, das bringt ja kaum was. Wozu begebe ich mich da extra noch in Gefahr? Wow, das war knapp. Ja, genau. Dafür triffst du mich, ey. Mhm. So, scheiß auf das Ding. Das bringt mir sowieso nicht viel. Aber hey, ich bin jetzt auf 46. Das ist wesentlich besser als gerade eben. Und gut, ich werde... Ich wollte gerade sagen, ich werde besser, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, jetzt geh auch rein, bevor du nochmal Schaden nimmst. Ey, jetzt bin ich schon wieder auf 26. Was soll die Kacke denn? Ernsthaft? Nein! Nee. Nicht reinfliegen. So. Komm. Das liegt jetzt hier so offen. Immerhin ein Level ab. Und Stachelhülle. Ah ja. Kann ich das so auch sammeln? Wow, sammle das Herz doch auf. Nur ich weiß, dass hier oben ein Vieh ist. Und stromsparend hochgeflogen. Gut. 28, gut. Diesmal ist es ein wenig besser als vorher. Level 2. Ich lade mich direkt auf. Diesmal will ich das... Toll. Moment, ich muss erst näher an ihn ran, ne? Dann... Wow. Wow. Okay. Das ist machbar. Wenn er keine anderen Angriffsmuster mehr bekommt. Hallo, 126 mit einem Schuss. Geil, das war gut. Ja, ich hab's geschafft. Moment, falsche Waffe. Ich hab's geschafft und... Was zur Hölle? Hm, er ist noch da. Okay. Eine Lehmfigurenmedaille. Gut, wunderbar. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wunderbar. Gut, dann gucken wir uns die Medaille mal an. Ist wahrscheinlich auch nutzlos. Klein und ziemlich schwer. Hat auch keinen Nutzen. Gut, dann machen wir mal weiter. Ich habe irgendwo gelesen, dass der rote Dämon die Kreatur ist, die Arthur besiegt hat. Also der Mimiga, der Bruder von Toroko. Und deswegen ist er zum Held geworden oder so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß auch nicht, wo das im Spiel erwähnt wird. Aber es soll so sein, angeblich. Hm. Hm, ja, jede Menge Viecher. Ich fühle mich gerade wie, als ich da aus der Hülle rausgekommen bin, um die Spur zu holen. Ey, hallo? Wollt ihr mich mal in Ruhe hier durchkommen lassen? Bitte? Danke. So. Mach ich euch erst dich. Ich dachte, erst dich. Genau, kommt auf mich zu. Das ist die beste Möglichkeit. Aha. Hm, ja, kommt hier rüber. Dann habe ich freies Schussfeld. Gut. So. Oh Gott. Seht ihr, was ich sehe? Da oben sind Pressen. Aber ich kann sie zerstören? Okay. Aber... Oh Gott. Was zum... Wenig Overkill, oder? Oh, komm schon. Ey. Jetzt darf ich es alles nochmal machen. Okay, Leute, sorry, ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt. Denn, ey, Gott. Bis gleich.